So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Syndicate. Ich habe jetzt gerade mal den E-Shop aufgemacht, um einfach zu gucken, was man denn alles kaufen kann. Und ich muss sagen, ich finde das immer noch frech, was die da mit Unity eingeführt haben. Ich weiß gar nicht, ob damals, ich glaube, das war damals von EA. EA hat damals damit angefangen und natürlich musste ja Ubisoft auf diesen kleinen Zug aufspringen, um wahrscheinlich auch bessere Zahlen abzuliefern, weil Ubisoft scheint es schon das öfter mal mit den Zahlen ganz tief unten. Und dass man einfach Helix Credits kaufen kann. Also wie viel kosten die? 500. 599. 9000. Das sind 50 Euro. 30 Euro. Da kaufe ich einfach nochmal fast das Spiel, um 9000 Helixe zu haben. Nur damit ich mehr Booster habe für XP, für Geld und hast du nicht gesehen, damit ich halt schneller hochlevel. Es war ja auch damals bei EA, gab es ja auch, oder bei EA gibt es ja prinzipiell immer irgendeinen Shitstorm, sei es jetzt FIFA oder Battlefield, was jetzt neu rausgekommen ist, dass man da halt einfach nur mit irgendwelchen Ingame-Käufen zugeballert wird, mit irgendwelchen Shops und kauft dies und nur für begrenzte Zeit verfügbar. Ich glaube, das war auch bei Diablo 4, müsste jetzt rausgekommen sein. Ich bin jetzt nicht so tief in Diablo drinne. Überhaupt gar nicht, aber ich habe da mal ein Video angeguckt, das fand ich sehr interessant, das halt wirklich auch mit, ja, nur für kurze Zeit, ne, und du musst jetzt zuschlagen und 3 Monate später ist genau die gleiche, der gleiche Skin einfach wieder da. Ich meine, wenn das wirklich nur irgendwelche kosmetischen Aspekte sind, wo man sagt, okay, man mag die Montur, weil die voll edel aussieht, da kann man die kaufen, so. Habe ich ja nichts dagegen, mache ich ja bei der Elder Scrolls Online genauso. Ich habe mein Abo abgeschlossen. Man kann ja zwischen 12,99 und ich glaube 30 oder 50 Euro pro Monat wählen und kriegt dann halt einfach jeden Monat Kronen. Kronen ist die Ingame-Währung, kann man sich auch Skins kaufen. Und man hat halt mit diesem Abonnement halt auch 50% mehr EP-Bonus. So, ist halt ein i-Tüpfelchen. Aber du kannst bei The Elder Scrolls Online kaufst in der Regel einfach Skins. Und halt auch Häuser, was halt ein bisschen, ja, tricky ist, aber ja. Aber man kann halt mehr Skins und man kauft sich jetzt keine besseren Fähigkeiten oder dass man halt irgendwelche Booster bekommt, halt abgesehen von, ne, diesem Abonnement-Booster, der sowieso mit drin ist. Wo man nur, also in Anführungszeichen, nur 50% mehr EP bekommt. Gut, man hat auch mehr Platz im Inventar, aber das ist ja nicht so ausgelegt, dass man halt einfach sich selber oder eher hochlevelt. Im Vergleich zu EA, zu Battlefield oder was auch immer, was die für ein Spiel rausgebracht haben oder FIFA. Wobei bei FIFA weiß ich gar nicht, ob das so extrem war. Ich weiß, gab es ja vor, ich glaube, 2 oder 3 Jahren diese ganzen Pack-Openings, wo ja Leute 10.000 Euro dort reingeballert haben, nur damit die, keine Ahnung, wer ist denn jetzt aktuell in? Bei meiner Zeit war es noch Messi und Ronaldo und Ibrahimovic, aber jetzt sind ja, ich glaube, Haaland, der soll jetzt ganz, also ist ganz in. Spielt ja auch gut, obwohl ich das Fußball jetzt einfach nicht mehr so sehr verfolge wie früher, weil das einfach irgendwie eine Wendung genommen hat, ja, die ich einfach sehr, sehr schade finde. Aber ja, das ist, ja, ich finde es immer wieder frech. Das ist zum Beispiel auch bei Disney Dreamland Valley, das ist auch ein Spiel, was ich auf meinem Kanal habe, was auch jetzt, das letzte Mal vielleicht vor 2 Monaten, geupdatet worden ist, also wo ich eine Folge hochgeladen habe. Und ich habe da auch beim letzten Mal festgestellt, dass sie auch Ingame-Käufe hinzugefügt haben, wo man sich auch schöne Sachen kaufen kann, wo ich sage, okay, es geht nur um die kosmetischen Sachen oder über irgendwelche Möbel, ja, kannst du drüber hinwegsehen. Aber ich bin jemand, ich nehme mir lieber die Zeit und erarbeite mir selber, anstatt Geld reinzustecken. Ja, Herrschungsmaterialien. Das ist einfach so frech. Ich liebe Assassin's Creed. Ich bin ein großer Assassin's Creed-Fan. Aber ich finde es trotzdem frech, was Ubisoft hier damit macht. Hier, die Karten freischalten. Glitch-Anzeige. Karten der Londoner Geheimnisse. Wenn wir dann, oder wenn ich dann vielleicht, also ich, was heißt vielleicht, ich will ja sehen, was das für eine Montur ist. Ich weiß nicht, ob ich es ins Let's Play reinpacke oder ob ich das im Off machen werde. Aber da kannst du jetzt einfach das Geld sparen. Googlest Karte der Londoner Geheimnisse, Assassin's Creed Syndicate, und dann kriegst du hier deine Karte mit den einzelnen Punkten. Also hoffe ich einfach mal, dass es so ist. Bei den vorherigen Spielen war es bisher immer so. Und dann klapperst du die einzelnen Punkte ab, um die Geheimnisse zu lüften. Gut, Add-ons habe ich alle mit in diesen Pass mitgekauft. Ja,
Ich weiß jetzt nicht, ich habe das alles freigeschaltet. Wie gesagt, das war alles mit in diesem Paket mit drin. Aber dass man halt einfach, ich weiß nicht, ich finde das einfach nur traurig, wie sich das alles gerade so entwickelt hat. Wie gesagt, Ubisoft hat ja schon mal schwarze Zahlen geschrieben. Und wenn dann der CEO sagt, ja, es liegt an den Mitarbeitern, muss man sich einfach mal nur an den Kopf fassen. Richtig an den Kopf fassen. Wie kann man denn das den Mitarbeitern sagen, die wahrscheinlich gefühlt 10 Stunden am Tag, ich weiß gar nicht, wie ist das in Amerika, ob die da mindestens 10, also maximal 10 Stunden arbeiten oder ob die sogar mehr arbeiten, aber das ist so sinnlos. Und wie gesagt, es gab einmal, ich muss mal gucken, ob ich doch dieses Video finde oder von wem ich das geschaut habe, aber dass dann wirklich die so gegängelt werden, die entwerfen irgendwas, dann wird das in Last Minute über den Haufen geworfen, dann müssen die wieder, Schusswaffen-Upgrade empfohlen, das super. Dann wird das, was sie programmiert haben, wieder über den Haufen geworfen und fangen wieder bei Null an, wo man sich denkt, Leute, oben im Management, die haben sowieso den Bezug zur Realität verloren, was die Spieler möchten. Und die denken nur so Money, 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 Money. Und dann schreiben sie schwarze Zahlen, ne, rote Zahlen. Ja, rote Zahlen. Und dann sagt der CEO, ja, es liegt an den Mitarbeitern. Er zieht die Mitarbeiter mit einer Verantwortung, wo ich mir denke, wenn ein Unternehmen den Bach runtergeht, ist immer das Management dran schuld. Weil die haben entweder die falschen Leute auf den Stellen, haben inkompetente Leute in den Führungsebenen, was ja gang und gäbe in der heutigen Zeit ist, dass du dich manchmal fragst, wie haben die den Posten erreicht? Haben einfach irgendeinen Abschluss, kennen vielleicht irgendjemanden, aber sind für die Position komplett ungeeignet, weil Theorie und Praxis ist aber eine andere Sache. Könnte ich mich drüber aufregen, sorry. Okay, wir müssen ein Schusswaffen-Upgrade machen, das machen wir natürlich. Ich merke schon wieder, wie es bei mir hier hochfährt, weil es einfach ein Thema ist, was mich richtig gerade aufregt. So, noch ein Upgrade. So, das müsste eigentlich die beste Waffe mit sein. Mit Upgrade verbessern. Oh, das ist die M18. Oh. Eine Kiste macht die Biege. Ivy, warum Schusswaffen? Ist mir egal. Ivy hat eine Spur zum Standort des Edensplitters der Templer. Ah, eine aufregende Nacht daheim für Ivy Fry. Eigentlich bin ich gerade auf dem Sprung. Ich habe den Edensplitter gefunden. Und was kann er diesmal? Kranke heilen? Kugeln abwehren? Die Bevölkerung kontrollieren? Das sind gefährliche Objekte, Jacob, vor allem in Templerhänden. Ah, du klingst schon ganz genau wie Vater. Schön wär's. Lucy Thorne erwartet für heute Nacht eine Lieferung. Sie ist Dareks Expertin für das Okkulte. Ich bin sicher, dass sie den Edensplitter erhalten wird, den Sir David Brewster erwähnte. Das klingt lustig. Wie wär's, wenn ich mitkomme? Du hältst dich an die Mission. Ich schwör's. Er spürt's nicht. Der Inhalt dieser Kiste ist mehr wert als ihr Leben und das ihrer ganzen Familie. Verstanden? Ja, Miss Ach, das ist die. Vorsicht! Verdoppelt die Wachen am Wagen! Also, Miss Thorne, es gäbe da noch einige Papiere für Mr. Starrick, wenn Sie kurz mitkommen würden. Nun gut, aber machen Sie schnell. Ich glaube, er hat Angst vor ihr. Was auch immer sie will, es ist in dieser Kiste. Auf den Dächern sind Schützen postiert. Kannst du sie ausschalten, bevor ich am Wagen bin? Ist das eine Herausforderung? Okay.
Allem wie niedlich, Level 3. Oh! Wir kommen bald wieder und holen die Sachen ab. Jacob! Jacob! Muss ich selber noch die Schützen erledigen? Ich glaube, es hackt. Ja, ganz ruhig. Verdammt. Na, geh runter, Mädchen. Natürlich. Was gefunden? Ehrlich gesagt. Da ist er! Wir sollten lieber verschwinden. Was hast du gemacht? Keine gute Zeit, um Fragen zu stellen. Wow! Na los! Wir müssen die Kiste an einen sicheren Ort bringen. Weißt du, was ich hier gerade versuche? Wenn ich raten müsste, vielleicht uns beide töten? Lol. Mann, ich hab F gedrückt, ihr seltenen Affen. Mann! Meine Schwester verpasst euch eine Chance. Ich brauche mehr Munition. Danke. Am Pferd. Was ist mit der Kiste? Vergiss sie! Was? An welchen Tuck? Mädchen, geh runter! Oh mein Gott, Entschuldigung, aber es regt mich auf. Das war lustig. Danke für die Einladung. Das müssen wir wieder machen. Verdammt! Wir haben das Buch. Das ist doch schon gut.
Oder nicht? Zug etwas aufgemöbelt. Neuer Lack, neue Teppiche aus Camden Lock und meine Schwester, die Näherin, hat uns die Vorhänge billiger gemacht. Hm, schön. Oh, sehr schön. Oh, wer schabt denn hier so? Hier ist anscheinend ein Brief für Jacob. Was ist hier? Spiele nach Gehör. Ivy setzt die Suche nach dem Ethensplitter mit Hilfe des Notizbuches fort, das sie in Miss Thorns Truhe gefunden hat. Wir haben keinen Ethensplitter gefunden, aber dieses Material ist unbezahlbar. Hier. Die Londoner Assassinen haben wohl ein Grabtuch gefunden. Das Eden-Grabtuch soll selbst die schwersten Verletzungen heilen. Wenn die Assassinen sowas gefunden hätten, dann hätte Vater es gewusst. Vielleicht haben wir etwas übersehen. Etwas, das nur wir sehen können. Das ist eine Wegbeschreibung. Kommen Sie nicht mit? Feldforschung ist nicht gerade meine Spezialität. Es gibt Hinweise auf ein Vorläuferobjekt. Wollen Sie dem nicht nachgehen? Wenn Sie es so sagen, kann ich unmöglich ablehnen. Oh, da läuft was. Da läuft was. Oh, die Jackdaw-Skulptur finden. Wissen Sie was? Ich glaube, diese Karte führt uns vielleicht zum Kenway-Anwesen. Kenway! Oh, ich krieg ganze Haut. Der Pirat? Edward James Kenway. Meister Assassino. Mit der Jackie Jackdaw. Ich krieg halt wirklich ganze Haut. Oh nein! Edward! Oh Gott! Was genau wissen Sie über dieses Grabtuch? Es soll die Kranken heilen. Ein Mythos besagt sogar, dass es Tote wiederbeleben kann. Doch die Schriften der Assassinen widersprechen dem. Aber ich habe noch nie von einem in London gehört. Halten Sie es für möglich, dass Edward Kenway eins gefunden hat? Edward. Er ist sehr weit herumgekommen, möglich wäre es. Doch wenn dem so war, hat er das Geheimnis wohl behütet. Doch wenn es wahr ist, was für eine Entdeckung wäre das? In der Tat, ich kann kaum erwarten, es zu finden. Oh, irgendwie, keine Ahnung, fühle ich mich gerade wie die Mutter, die gerade... Es überrascht mich, dass Sie noch nicht im Kenway-Anwesen gesucht haben. Edwards Sohn Haytham trat den Templern bei. Als er starb, fielen Haus und Erbe an Hathams Schwester. An Jenny. Und in ihrer ganzen Zeit in London haben sie sich doch nicht umgesehen. Oh, Jackie. Waren oh, sie denn überhaupt nicht neugierig? Ich glaube, das ist es. Ich glaube, sie haben recht. Dort. Eine Emotion. Ich bin im Arbeitszimmer. Ich möchte nicht gestört werden, außer es gibt Neuigkeiten. Das ist ihr Zimmer. Das macht die Sache schon schwieriger. Die dumme Olle. Trotzdem hinein? Ja klar, ich muss das Anwesen. Wenn es ist, dann wird es immer schwierig bleiben. Aber keine Sorge, wir halten uns schön fern von Miss Lucy. Sollen wir? Ich muss Edwards andenken. Können Sie dort mal nachschauen? Natürlich. Ich muss Edwards Anwesen von den Templern befreien. Ich fühle mich gerade wirklich wie so eine Mutter, die ihrem Sohn bei einer ganz großen Aufführung zusieht. Und dann mit Tränen in den Augen da sind, weil man einfach so stolz ist, dass er das geschafft hat oder erreicht hat. Wenn ich überlege, wie wir angefangen haben, ne? Mit nichts in den Händen. Mit nur Sand und der Identität von Duncan Warpole. Und jetzt schaue ich das Anwesen an. Oh Gott. Alle Andenken von Kenway finden. Oh. Ich hoffe, das ist mein Herz. Ich muss sagen, ich fand es ja schon bei, bei Choir Freedom,
dass sie jetzt hier zu Black Flag, wo wir Eddie Warley gespielt haben, fand ich ja schon schlimm, dass wir das Wrack von der Jack Dawn besucht haben. Das fand ich ja schon schlimm genug, weil die Jackie hat mir so viele Schlachten, also hat mit mir so viele Schlachten durchlebt. Wir haben die legendären Schiffe besiegt. Immer noch nichts. Genau wie letztes Mal. Ja, sag mal. Oh, ich hau dir. Das ist ein Jackdaw. Das ist meine Chicky. Sieht interessant aus. Das ist ein Jackdaw. Aber nicht so, wie ich sie mir dann hier, ne? Hochgelevelt habe. Aber da merkt man, ne, da ist immer noch das Herz, ne, eines Piraten drin. Ne, das ist immer noch, ne, an seine Vergangenheit hängt. Was haben wir denn hier? Oh nein. Nein. Okay, wir gehen wieder raus. Will ich noch die andenken. Oh, das sind die Pistolen. Das sind die Pistolen. Ach so. Wo ist das hin? Okay. Nee. Gehen wir erstmal hier hin. Ach so, das war einfach nur so eine Truhe. So. Was ist denn hier eigentlich? Ach so. Alle. Oh, das sind die Schwerter. Die Schwerter. Die Schwerter. Die das alles behalten haben. Ich gehe und sehe nach, was das für ein Geräusch war. Schön, dass er das nochmal zu sich selber sagt. Wenn das so weitergeht, werde ich ihr sagen, dass ich nicht mehr Wache schiebe. Ha, das will ich sehen. Das wird nicht gut für dich ausgehen. Verdammt. Haben wir hier? Oh! Kingston! Opia! Anto, Opia, Obito. Die hatten wir doch, das war doch eine von den Assassinen, die doch uns dann diesen Templerschlüssel gegeben haben. Havanna, Nassau, Raves, Victoria. Oh, die Rona! Havanna. Oh Gott. Scheiße, diese Emotion. Oh. Das sollte den Assassinen gehören. Ja.
Wir waren sogar bei den Cayman Island Kings auf jeden Fall. Havana, Cargo Island. Cat Island sagt mir jetzt nichts. Ton Fraves. Ja. Anto, Kingston, kann das vielleicht. Ach, das kann natürlich der eine Assassin sein, dem wir da helfen mussten. Das kann natürlich sein. Das hat er auch noch behalten, auch Edward. Ich hätte ihn so gern in der Zeit hier nochmal gesehen. So ein kleines DLC. Wie er sein Leben in England, ne? Da drüben ist jemand! Was war das? Wo bist du nur, Liebchen? Ne? Ja. Ne, vielleicht auch die Mutter von Haven oder von weiß nicht, oder und von Jenny. Kennenlernt. Was haben wir hier? Oh, die Glasampulle. Das sind diese Glasampullen, die haben wir ja bei dem Observatorium gefunden. Das sind ja, glaube ich, die Blutampullen von den Weißen gewesen. Ich hoffe, der Henry hat so viel Zeit. Denn da muss er sich einfach die Zeit nehmen. Okay. Jetzt sind wir fertig. Haben wir noch was? Und da unten? Oh! Etwas aus Edward Kenways Zeit. Ja, aber es ist nicht sein Hut. Er hat überhaupt gar keinen Hut aufgehabt, oder? Also der Hut sagt mir jetzt hier gar nichts. Connor Kenway hat den Hut auf, wenn er Kapitän gewesen ist. Wenn Vater das nur sehen könnte. Komm nochmal die Jackie. So, ich bin jetzt fertig. Mir ist emotional sehr aufgeladen, Henry, es tut mir leid. Wonach suchen wir denn? Ich bin mir nicht sicher. Hier, Piando. Was haben die Templer übersehen? Ohne falsche Noten abschließen. Ah, oh Gott, das muss ich mir. Warte mal. Moment. Fotografiere ich mich mal kurz. Da, DFD. Daddy FD, Daddy FD, Daddy FE. Warte. Ach, Kenway. Nicht so subtil, nicht wahr? Kenway hatte einen ausgeprägten Sinn für Spektakel. Oh ja. Das Klavier hat man bestimmt auch nicht nach draußen gehört. Und die Lucy auch nicht. Kenways Schatz finden. Kenway ist auch so ein schöner Nachname. So, warte, wir plündern mal kurz die Truhe. Ja, ah, die Piratenflagge. Ja, zwei Piratenflaggen. Dann noch die Gewehre. Schach. Und wahrscheinlich rum. Ich glaube, das ist von der Jackdaw. Ja. Aber wie ist denn die dann auf den Meeresgrund gekommen? Na gut, man hätte ja auch einfach ein neues Steuerrad einsetzen können. Aber guck mal, selbst das Steuerrad von der Jackie hat er. Das ein Jahrhundert lang versteckt war. Ja, allein das Steuerrad von der Jackie hat er mitgenommen. Er erinnert sich immer an unsere gemeinsame Zeit, die wir hatten. Bei der Schrift hätte er sich schon ein bisschen mehr Mühe geben können.
Noch Kartenspiele. Ich hätte ihn so gern zu dieser Zeit hier gesehen. Klein Haven, klein Jenny. Hm. Was haben wir hier? Eine Geschichte der Londoner Assassinen. Schlupflöcher, Gewölbe, ein versteckter Schlüssel. Das ist es. Du sagst, du hast Musik gehört. Diese Öffnung war vorhin noch nicht da. Sie schließt sich. Ja, das sehe ich selbst. Hilf beim Blockieren. Wir brauchen einen anderen Ausgang. Wollen wir nicht die Bücher mitnehmen? Schatzkammer, gefüllt mit der Geschichte der Assassinen. Einfach erneut zurückgelassen. Ja, und den Templern überlassen. Wir müssen sie später zurückerobern oder ein besseres Versteck finden. Wir? Wollten sie sich nicht aus der Feldforschung heraushalten? Ach, Kenway. Ich... Oh, was? Oh, ja, schütt einfach Henry die Cola auf, die Cola auf den Kopf. Und was wolltest du gerade sagen? Henry? Egal. Nein! Oh, what are you doing? Jetzt ist er eh schon wieder weg. So, der Henry, der bleibt jetzt erstmal so stehen. Kein Problem. Da hätte ich auch warten können, einfach auf die andere, aus der anderen Seite raus, aber egal. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann nächstes. Oh, guck mal, die fliegen in V-Form. Ja, das, wenn man sich über solche kleinen Sachen freuen kann, ne? Ja, sehen wir uns dann nächsten Folge wieder, wenn wir uns zu diesem Totenkopfzeichen begeben. Ich hoffe, wir können jetzt die Lucy vorn ein für alle Mal ein Ende setzen. Genau. Und ich hoffe, euch hat die heutige Folge gefallen, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.